Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotato. Ja, in der letzten Folge haben wir den Fernkämpfer geschafft auf Gefahr 5 und haben das Nachtsichtgerät bekommen. Oder wie hieß das? Wir können ja mal schauen. Steht es hier irgendwo? Nein, hier. Doch, hier. Wir haben die Nachtsichtbrille bekommen. Wir können ja mal gucken, was wir noch so bekommen haben. Und zwar beim Normalo haben wir die Kartoffel bekommen. Beim Raufbold die Powerfaust ist eine Waffe natürlich. Und beim Irren haben wir die Jagdtrophäe bekommen. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt bekommen beim nächsten. Und zwar bei den Magier. Ich glaube, was war denn das? Ich glaube, Item. Ich bin mir gerade sehr unsicher, was ich da bekommen hatte. Auf jeden Fall werden wir es sehen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir lesen natürlich erstmal zuvor, was wir so Schönes bekommen. Wir bekommen Elementarschaden. Modifikationen werden um 25% erhöht. Du beginnst mit einer Schlange. Du beginnst mit einer Panikwurst. Panikwurst. Nahkampfmodifikation und Fernkampfmodifikation werden um 100% verringert. Also darauf brauche ich gar nicht einzugehen. Technik wird um 50% verringert. Also gehen wir mal drauf ein. Wir können keinen Nahkampf und keinen Fernkampf. Also die Waffen mit Nahkampf- und Fernkampf-Skalierungen gleich ignorieren. Hier zum Beispiel die Fackel skaliert mit Fernkampf, mit Nahkampf, die ignoriere ich mal. Die, also das Brett skaliert mit Technik und noch mit Nahkampf. Ei, das ignoriere ich auch mal. Das war mein Mikrofon, falls man das gehört hat gerade. Das ignoriere ich auch. Blitzlinge skaliert nur mit Nahkampf. Ignorieren. Hätten wir noch den Zauberstab. Ja, skaliert nur mit Elementarschaden. Könnten wir also mitnehmen. Taser skaliert auch nur mit Fernkampf. Jetzt kommt es drauf an. Will ich plus 5 50 Skalierung mit dem Zauberstab, der nur einen Schaden macht, verursacht aber 3x3 Brandschaden und der Brandschaden skaliert zu 100% mit dem Elementarschaden. Ist also schwierig. Der Taser aber ist ja eine Unterstützung. Also krieg ich mit den Unterstützungswaffen Ernte, also könnten wir quasi den Taser mitnehmen. Aber wir haben hier auch eine neue Waffe und zwar den Eiszapfer. Ist Präzision. Präzision kriege ich ja Crit-Schaden dazu. So, Bohrung ein, minus 50 Schaden. Also sprich, Eiszapfer könnten wir theoretisch mitnehmen. Ist so gesehen eine Nahkampfwaffe. Verliert aber nur mit Elementarschaden. Also es wäre theoretisch eine gute Chance, den Eiszapfen auszuprobieren, aber die Abklingzeit 1,03. Die Chance 2, Chance von 5% könnten wir theoretisch mitnehmen. Ah, ich weiß es noch nicht. Laser verlangsamt Gegner im Umkreis des Projektils. Wäre ja eine Option, theoretisch. Und wir kriegen Ernte theoretisch jetzt am Anfang dazu. Wenn ich 6 Taser habe, kriege ich, glaube ich, 15 Ernte dazu. Ich denke mal, wir gehen auf Taser. Komm, wir gehen auf Taser. Taser hat Crit-Chance von 2, Chance von 3%. Bin ich mir gerade sehr unsicher, wie das hieß gleich nochmal oder was es war. Und die Abklingzeit ist langsamer. Reichweite 200% Fernkampf. Okay. Und ist eine Fernkampfwaffe, aber Fernkampf ignorieren wir ja. Wir gehen auf Elementarschaden. Natürlich ist der Taser nicht so gut, ist genauso wie die Pistole am Anfang. Aber ja, umso mehr Taser wir haben und umso höher die Taser sind, ist es gut. Wie gesagt, Fernkampf und Nahkampf ignoriere ich. Wir gehen auf Elementarschaden und ja, alles was Elementarschaden bringt, nehme ich mit. Auch wenn wir minus Ernte bekommen,
Five jetzt schon? Okay, gut. Nicht so schlecht. Taser nehme ich auf jeden Fall mit. Taser nehme ich auf jeden Fall mit. Und Taser. Jetzt krieg ich, wie schon gesagt, Elementarschaden und noch Ernte dazu. Also kann ich auch mal die Holzkohle mitnehmen. Und ich sehe gerade, 25 Ernte kriege ich bei 6 Tasern. Okay, nicht 15 wie bei den Schleudern, 15 HP, sondern 25 Ernte. Ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Und wir kriegen ja immer Ernte dazu, endete Welle. Ja, 3 Tasers sind auf jeden Fall schon mal besser als einer. Wir wären natürlich besser gewesen. Aber okay. Und ihr seht schon, wir machen schon gut Schaden. 9 Schaden. Besser als die MP. Ja, was für Items ich natürlich haben möchte, wäre Benzinkanister. Wäre immer gut. Oh, nochmal Elementarschaden. Sehr schön. Taser, nochmal Taser und... ist nochmal Taser. Natürlich kriege ich keinen 6. Taser im Laden. Laden sagt, Taser ist ausverkauft. Naja. Das Schöne ist ja beim Taser 2, dass wir 2 Projektile abfeuern, aber einen Schaden weniger bekommen. Und die Elefanten, die, sag ich mal, die schleudern keine Projektile raus durch den Taser, weil es eben Elementarschaden ist. Habe ich gerade so festgestellt. Gut, 2 Level. Sehr schön. Wir nehmen Crit mit und nehmen Ernte mit. Elementarschaden. Pfeife. Angehaken, sperre ich mal. Ah, Taser kriege ich nicht. Beirrte endet nämlich nicht mit, weil minus Elementarschaden, das bringt mir also gar nichts. Ah, hier, 6er Taser. 31 Ernte schon, das ist mega gut. Niedliche Affe können wir auf jeden Fall sperren, weil Fernkampf ignoriere ich ja. Und ja. Dann hoffe ich ja, dass ich einen Taser bekomme, dass der verflucht ist. Dann. Wir haben ja eine Verfluchungschance dann mit den Angelhaken. Taser kann natürlich auch. Die schicken doch Projektile. Ich habe nichts gesagt. In der letzten Runde. Bitte ignoriert das. Autsch. Ja, Taser. Mit dem kann ich natürlich auch den Flammenwerfer bekommen. Flammenwerfer ignoriere ich aber mal gekonnt. 2x Elementarschaden nehme ich ganz gerne mit. Und Angriffstempo. XP nehme ich mit. Den Taser tue ich mal sperren. Genau das wollte ich hoffen. Und ich hoffe, dass der Taser verflucht wird. Wir haben 20%, dass der verflucht werden kann. Die 20% hoffe ich, dass das was wird. Eine Kiste, sehr schön. Hoffentlich mehr Bäume. Oder Benzinkanister, dass ich plus 4 Elementarschaden bekomme. Das ist nie verkehrt. Oder mehr Reichweite oder so. Oder irgend so ein geiles Item. Okay. Elementarschaden nehme ich ganz gerne mit. Rüstung wäre gar nicht mal so schlecht. Kelch nehme ich mit. Ah, minus Elementarschaden bringt mir gar nichts. Oh, Taser. Ich lasse das mal so. Ich tue das mal sperren. Vielleicht ist die Holzkohle verflucht, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob das für die nächste Runde so gilt, die 20%, oder immer im Shop das gilt, dass werte Items verflucht werden. Das wäre natürlich gut, eigentlich. So, natürlich muss ich jetzt so schnell wie nur möglich meine
Phaser aufrüsten auf blau bzw. auf lila, dass wir mehr Projektile rauslassen. Natürlich kommt da natürlich der Kisten-Alien. Sozusagen das Elementarschaden. Phaser. Schlange. Übrigens habe ich ja gar nicht mal das vorgelesen, was Schlange und Panikwurst macht. Und ich sehe gerade dreimal Elite-Gegner. Sehr schön. Hofft, dass wir sie besiegen können. Muss ich extrem viel Dings machen. Ja, hier steht es. Ach doch, dort oben. Okay, die Nummer. Nee. Der normale macht 20 Schaden und der Taser 2 macht Schaden 18 mal 2. Also 2 Projektile. Sehr schön. Brandschaden. Also Schlange macht Brand, reitet sich auf einen zusätzlichen Gegner in der Nähe aus. Deswegen nehme ich den mal. Und Panikwurst. Angriffe haben 25% Chance, 3 mal 18 Brandschaden zu verursachen. Gar nicht mal so schlecht. Wir haben schon über 200 Brandschaden gemacht. Minus 1 HP ist okay. Wir rollen und nochmal Panikwurst. Gar nicht mal so. Füttern nehme ich auch mal mit. Ich habe zu allen Schaden. Ich weiß natürlich nicht, ob der Schaden auch gilt für die Taser. Ich hoffe, wird ja nie angezeigt, dass der der Schaden, der normale Schaden, ob der auch gilt. Deshalb würde ich jetzt hier Panikwurst dabei haben plus vier plus vier hier mal Schlange wäre es nie verkehrt, also das wäre wirklich top. Dann könnte ich theoretisch auf den Lammwerfer gehen. Ernte und Sammelreiche Reichweite ist nie verkehrt, nehme ich mit. Rip mein Ausweichen. Aber plus 3 Elementarschaden nehme ich ganz gerne. Elementarschaden, Taser. Später. Aber der Taser wird. Nee, komm. Taser nehme ich jetzt mit. Das reicht. Jetzt reicht das. Okay, Müll nur. Nimm ein bisschen Live mit. Nee. Glück könnte ich mitnehmen. Ich weiß gar nicht mal, ob das was mir bringt. Schadenrakete nehme ich mal mit. Vielleicht bringt der Schaden was. Der normale Schaden, also der Prozentschaden. Ob der was mir bringt, was. Keine Ahnung. Rückstoß brauche ich ja gar nicht mal. Autsch. Richtig kassiert. So, letzte Runde lagen ja sehr viele Materialien herum. Und ich laufe natürlich in die Gegner rein. Dulli. Wenn das mit dem Taser in dem Lauf nichts wird, dann würde ich den Eiszapfen nehmen. Aber erstmal abwarten. So. Taser nehme ich, Taser, sage ich schon. Elementarschaden nehme ich mit. Und natürlich Ernte. Jede macht 19. Also, mal schauen. 27 Schaden mache ich mit dem Blauen. Bin ich gespannt. 32 schon. Okay. Ich muss auch nebenbei auf Schaden gehen. Angriffstempo nehme ich auf jeden Fall mal mit. Haben wir jetzt nur noch 31. Ist aber okay.
nämlich mal mit. Beim Töten eines Baums erscheint ein Geschütz. Oh, ich muss mal speichern. Vielleicht geht da auch dann, wenn das verflucht wird, nochmal, so wie beim letzten Mal beim Fernkämpfer, dass, wenn das verflucht ist, die Taschenfabrik, mehr Bäume noch kommen. Dann wäre es cool. Reichweite, Angriffstempo. Komm, das können wir auch mal sperren. Erstens Angriffstempo, zweitens Reichweite. Wir müssen Angriffstempo auf jeden Fall hoch skalieren, ohne Ende. Ja, jetzt heißt es einfach nur hier davor abhauen, weil wir schießen noch zu langsam. Brand. Ich muss die Brände ticken lassen. Wir killen einige. Direkt One-Shot, aber bringt nichts. Autsch. Tempo muss ich nehmen. Ja, da ist mal kassiert. Der Kistendude und der ist auch schon tot. Sehr schön. Aber schön, dass ich 3 Kisten bekommen habe. Ah, sehr schön. Mal schauen. Oh, Brand wird 20% schneller aktiviert. Plus ein Elementarschaden, nehme ich ganz gerne. Kugel mit Ketten. Oder Kugel mit Kette nehme ich nicht. Naja, komm. Nee, das brauche ich nicht. Ich nehme erstmal Max Knife. Hier ist gar nichts passiert. Flammenwerfer wäre nicht schlecht, aber ich lasse es erstmal. Nicht, dass es doch. Also, mir mache ich nur einen Schaden mit dem Flammenwerfer. Also, da müsste ich permanent wegrennen. Das bringt mir gar nichts. Dann nehme ich mal das Ding. Und jetzt seht ihr schon, Laser 3. Macht nur 29 Schaden, aber das mal 3, hier mal 2, 33 Schaden und hier 36 Schaden. Also interessant auf jeden Fall. Und hier skaliert es nur mit 60%. Blauen 70 und hier 80. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Und die roten wahrscheinlich dann mit 50. Also mit Elementarschaden-Skalierung. Aber gut, wir killen relativ gut. Gut. Mal schauen, wie es beim Elite-Gegner aussieht. Ob wir den auch relativ schnell killen können oder nicht. Deswegen hoffe ich, dass wir gute Items jetzt noch bekommen. Im Shop. Nach der Runde hier. Oder allgemein mal noch ein paar Kisten bekommen, wo gute Items drin sind. Bin mal gespannt, wie eine verfluchte Taser skaliert. Also ihr habt ja letzte Folge wahrscheinlich schon gesehen, dass die Laserpistole über 800 Skalierung hatte auf Fernkampf. Das war so crazy. Nimm mal Dings mit, Angriffstempo nehme ich noch mit. Gut, Taser nehme ich mit. Ich keine Ahnung. Schmob nehme ich auch mal mit, weil Max HP plus 6 und wir brauchen ja keinen Fernkampf und Nahkampf. Also die nehme ich mit. Ich soll wahrscheinlich auf Flammenwerfer gehen. Oh, nochmal Schlange, sehr schön. Oh, nochmal ein WLAN-Taser. Nein, ich hätte Augen-OP mitnehmen können. Da hätte ich die voll. Dulli. Das nehme ich mal mit. Also schon mal sparen. Knoten bringt mir gar nichts. Heilgeschütz könnte ich, aber es bringt mir auch gar nichts. Max HP, das können wir mal nehmen. Das können wir auch noch mitnehmen für Max HP. Ah, erst nächste Welle. Okay, gut. Zum Glück kommt der Elite-Gegner erst Welle 12. Sehr schön. Ich würde schon sagen, wann kommt denn der Elite-Gegner jetzt?
So, ihr kommt erst auf Welle 12. Oh Gott, in so einem Dulli. Machen gut Schaden auf jeden Fall. Gerade mit 5 Lilanen. Wenn wir Rot haben, die hauen richtig rein, wenn wir noch ein bisschen auf Elementarschaden gehen und auf extra Schaden. Ich muss natürlich aufpassen, das ist immer noch keine One-Shot Waffe. Ich sag mal, die Taser ist in den höheren Stufen wie eine Shotgun. Mehrere Projektile. Natürlich die Skalierung auf Elementarschaden ist natürlich ein bisschen geringer, aber ist okay. Schaden. Oh mein Gott. Levelaufstieg plus 2. Wir kriegen... nehme ich mit. Aber hier Taschenfabrik. Warum keine Taschenfabrik-Verflurung? Mein Gott. Was hätte ich mitnehmen können? Krallenbaum-Item. Brauche ich nicht. Wie viel Crit habe ich denn überhaupt? 3. Und man nochmal plus 5 kriegen. Ja komm, das nehme ich auch noch mit. Ist ja schon verflucht. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ah, wir kriegen 16 Schaden. Oh Gott. Also Baby Kalma war ja gerade göttlich. Ich muss es nur überleben. Und ihn irgendwie killen. Den ersten Bossgegner. Oh Gott. Da rennt erstmal uns fast in den Rücken rein. Und ich sollte nicht stehen bleiben. Der ist fast tot. Der ist fast tot. Autsch. Und wir auch. Aber wir haben ihn. Sehr schön. So. Die rote Kisten geben uns komplett wieder den Heal zurück. Sehr schön. Asche. Wir kriegen Minusrüstung am Ende. Ist natürlich mies, dass ich die jetzt bekomme. Muss ich immer auf Rüstung gehen dann. Schwierig. Die 20% HP, also 20% Schaden nehme ich ganz gerne. Und die 20% Angriff. Komm, wir nehmen's. Egal. Wir gehen auf Crit noch. Dann nehme ich das und das mit. Das nehme ich auch mal mit. Aber da schwierig. Taser 2 kann ich auch mal mitnehmen. Ich doch den normalen Taser mitgenommen. Angriffstempo. Sammelreichweite, komm. Kann man auch mal mitnehmen. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich Rüstung demnächst immer wieder frisch hole. Weil ich brauche das. Aber das Crits hauen richtig rein. Gut, wir machen immer noch zu wenig Schaden. Wir müssen mehr Elementarschaden nehmen oder Hauptschaden mitnehmen. Aber es ist okay. Der Schaden ist noch okay. Gerade für die Welle 13 ist es okay. Aber für endlos wäre der Taser wirklich relativ Müll. Weil wir kriegen ja keinen Elementarschaden irgendwie. Deswegen hoffe ich, dass ich Elementarschaden bekomme. Oder gibt es ein Item, der mir Elementarschaden gibt? Noch ein bisschen Materialien aufsammeln. Lasergeschütz? Nö. Nee, hier ist gar nichts. Elementarschaden. Nee. Angriffstempo könnte ich nochmal ein bisschen erhöhen. Oh, das ist gar nicht mehr so schlecht. Nämlich. Aber Taschenfabrik, ach, komm. Jetzt ist es auch egal. Die Taschenfabrik. Wir nehmen nochmal Fernglas. Ich glaube, das war das letzte. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Schredder. Da. Das nehme ich auch mal mit. Das muss ich mitnehmen. Aber erst nächste Runde. Den Taser tue ich auch mal. Den Taser tue ich mal. Stimmt. Mama kommt. Autsch. Ja, gut, mit dem Taser kann ich jetzt richtig viel Kohle machen. Ich muss nur ein bisschen ausweichen. Aber das rote Item würde ich ganz gerne haben wollen. Aber wir haben noch 25 Sekunden. Gott, oh Gott, oh Gott. Na, schade. Okay, nochmal. Wir müssen doch Big Mama wirklich direkt besiegen. Schnell wie nur möglich. Und nicht direkt am Anfang kassieren. Jetzt geht er nämlich auf den Modus ein. Gott, schon wieder ein Fail. Okay, nochmal. Diesmal spawnt er da drüben. Der Brandschaden ist schon eklig, muss ich ehrlich dazu sein. Autsch, direkt in Big Mama hineingelochen. Jetzt muss ich mich kurz mal heilen, nicht in die Projektile reinlaufen. Also irgendwann wird ja auch viel zu viel. Es ist fast wie eine Hordenwelle in dem Moment dann. Wenn Big Mama ausrastet und seine Kinder freilässt. Also ich muss einen gewissen Grad erreichen, dass ich Big Mama bedienen kann. Das auf eine schnelle Art und Weise, bevor sie doch zu viele Gegner spammt. Und das Feld mit Gegnern zu spammt. Okay, wir haben sie jetzt besiegt. Jetzt ist es egal. Jetzt sind die Gegner auch nicht so eine große Gefahr mehr. Kurz anbrennen, der Brandschaden tickt. Muss ich den so machen dann? Hab keine andere Wahl, sagen wir mal so. Es ist viel, viel einfacher, wenn ich Big Mama instant besiege oder den Elite Boss besiege instant. Ist viel zu einfach. Oh, nochmal Panikwurst. Querschläger. Interessant. Bringt mir aber gar nichts. Glaube ich. Beim Taser bringt das mir gar nichts. Elementarschaden. Der Taser skaliert jetzt mit 115. Okay. Darauf habe ich gewartet, nämlich nur. Plus 4 Rüstung. Nämlich nochmal eine Rüstung. Das tue ich mal sperren. Silberkugel. Die tue ich auch mal sperren. Nochmal Glück. Nehme ich ganz gerne. Nochmal drehen. Coupon. Ja, ich brauche. Den kann ich mitnehmen. Elementarschaden. Die tue ich mal sperren und hoffen, dass irgendwo da drauf ein Fluch kommt. Muss ja nur hoffen, dass da drauf ein Fluch kommt. Und mehr nicht. Gute Items, gerade auf der Silberkugel, also ich nenne sie mal Silber Bullet,
Da muss ein Fluch drauf kommen, sonst habe ich nur 25% mehr Schaden auf Elite und Gegnerbosse. Ei, Kisten, Alter, später. Kisten kommen gerade sehr gut. Wie hab ich denn? 47 ist okay. Autsch. Das Sammelreichweite ist auch extrem gut. Jede Kiste schon. Alter, später, was geht denn jetzt? Ich hab so einen geilen Charakter hatte ich noch nie, also mit den Magier. Einen geilen Run. Aber was heißt geil? Nochmal Schlange. Nimm ich. Nö. 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 Max Life, nehme ich mal. Nix. Rein gar nichts. Nehme ich mal das Ding. Selbst Notiz nehme ich auch mal. Gespannt. 20% habe ich eigentlich. Ja, solange die alle aufeinander stacken, die Gegner, die kriegen ja Brandschaden. Wie viel Panikwurst habe ich und Schlangen? 4 Schlangen kann ich ja so oft wie nur möglich mitnehmen und Panikwurst habe ich schon im Maximum fast. Nur noch eine Panikwurst brauche ich. Dann habe ich das Maximum. Das Schöne ist, die kriegen Schaden und Co. Das ist so geil. Kann theoretisch stehen bleiben. Wir machen schon heftig Schaden. Aber die normale Waffe, die verflucht ist, ist ja gar nicht mal so schlecht. Stellt euch jetzt mal vor, eine lilane verfluchte Käse krieg ich. Live habe ich auch sehr viel vom Anfang an. Live. Gar nicht mal so schlecht. Wir kriegen ja auch noch Dings dazu. Ernte Boni obendrauf. Ich nehme mal Rüstung mit. Schade. Wäre nicht schlecht gewesen. Magisches. Ein Grindblatt. Also. Grind magisches Blatt so rum. Nehme ich auch mit. Ich hoffe, dass die Silberkugel gleich noch zusätzlich ins gemacht wird. Also verflucht wird. Wäre ja göttlich. Oder wenn mir eine Silberkugel verflucht bekommen. Ein Taser. Normalen Taser bräuchte ich eigentlich. Dass ich den Taser erweitern kann auf blau. Wir heilen uns aber auch gut. Also der Babykammer Kalman war ja gar nicht mal so schlecht. Wir heilen uns gut. Ja, minus 1 Rüstung, das ist natürlich so eine Sache, aber das Wasser nehme ich mit. Seltsamer Geist bringt mir gar nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Grid. Pong. Schade, dass die Silberkugel nichts raus geworden ist. Nehme ich das noch mit? Angriffstempo, naja, komm, nee, lass mal. Immer noch mitnehmen. Fernkampf. Beziehungsweise nicht Fernkampf, sondern Elementarschaden nochmal zusätzlich. Oh, wir kriegen sogar den einfachen und den verlangsamen wir sogar. Oh, komm mal wieder her. Du bist so easy. Du bist ein Opfer. Nichts gesagt. Wohl ich relativ. Doch. Sag ich mal. Sehr viel Rüstung habe. Das heißt sehr viel. Habe ich gerade kassiert. Ich muss in Bewegung bleiben. Und die Rammer hier ausweichen. Noch nebenbei. Ja. Jetzt machen wir ihn weg. Jetzt kann ich mich auf
das Material kümmern. Dann war unser hier doch noch nicht so gut, aber ist okay. Die Silberkugel hat uns wirklich den Hintern gerettet. Kann man so sagen. Noch eine Kiste, sehr schön. Damit hätte ich schon 3 Kisten, eine rote und tatsächlich nochmal 2. So, jetzt kommt die letzte Runde. Brennen verursachen zusätzlich 10% der aktuellen gegnerischen HP als Schaden. Was? Okay. Nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Ernte nehme ich nochmal mit. Oh, jetzt Augen OP. Jetzt habe ich die 2-mal. Es spawnen deutlich mehr Bäume. Das hatte ich auch noch nie, dass ich einen verfluchten Baum hatte. Nehme ich auch ganz gerne mit. Hässliche Zahn braucht nicht. Kupon kann man nochmal speichern und Kelch. Und das? Ja gut, dann habe ich eben eine verfluchten These auf normal noch. Ist okay. Ich wollte ihn eigentlich in blau haben. So in lila. Also Schaden her haben so wenig Elementarschaden bis jetzt bekommen oder hauptsächlich Schaden. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt noch ein bisschen Schaden bekomme. Beziehungsweise Elementarschaden. Deswegen hoffe ich, dass ich Kisten bekomme. Rente wirkt schneller, bitte. Danke. Weil die verfluchten Gegner, die halten doch ein bisschen mehr aus als erwartet. Ich sag ja, deswegen sollte man schon mehr verfluchte Waffen haben. Zweite Kiste, sehr schön. Oder war das die dritte? Nochmal. Ne, jetzt ist es dritte. Okay. Ganz schön knapp. Rüstung habe ich noch. Hier mit dem Schaden mit. Rückstoßen brauche ich gar nicht. Ja, auch gar nichts. Elementarschaden brauche ich. Elementarschaden. Elementarschaden. Oh, waren sogar alle beide verflucht. Wer hat das? 2 Elementarschaden. Sehr schön. Oh. Letzte Panikwurst. Das nehme ich nochmal mit. Angriffstempo pro 1 Ausweichen. Und das Problem, wir haben 17 Ausweichen. Also Kapuze. Pulli bringt mir ja gerade gar nichts. Das ist mies. Das ist gar nicht mal so schlecht. Angriffstempo. Wie viel Schaden machen wir aktuell? Wir machen mit den roten 77 Schaden, mit den lilanen 77. Egal. Und mit denen mache ich 143. Och, wäre so geil gewesen. Jetzt endlos Modus nochmal mehr Bäume. Ich habe ja hauptsächlich einen Baum. Hätte ich 2 Bäume. Ja. Ja, geil. Und mit der Taschenfabrik, die verflucht gewesen wäre, wäre es mega geil gewesen. Aber egal. Wir beenden das Ganze gleich mal. Hoffe ich ja. Ja, wir haben schon den einen tot. Sehr schön. Und der geht auch gleich drauf. Perfekt. Na, Sieg. Und wir erhalten den Donnerschwert oder das Donnerschwert. Extrem gut eigentlich. Nahkampfskalierung und Fernkampfskalierung mit 125 jeweils. Gar nicht mal so schlecht. So, Crit-Chance. 21, okay. Geht's ja auch nochmal. Stulli. Aber Crit mal 2. Naja, egal. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Erstmal egal, wir gehen wieder zurück und starten den nächsten und zwar den Dickerschen. Ich sollte das theoretisch hinbekommen. Der Dickerschen. Max-Modifikationen werden um 25% erhöht. Plus 1 Schaden pro 3 Max HP permanent. Plus 4 derzeit. 3 HP durch Verbrauchsgegenstände Wiederherstellung.
LP-Raubzug minus 100. AP-Regeneration und Modifikation werden um minus 50 verringert. Am besten ist es ja hier mit der Gartenschere zu arbeiten. Die Gartenschere spawnt ein Garten und bringt uns die normalen zumindest immer in 15 Sekunden eine Frucht, die uns heilen kann. Das ist mit am besten theoretisch für einen Diggerschen. Natürlich wäre auch der Geist-Zepter gar nicht mal so schlecht, denn ich krieg ein Max-HP alle 20 Gegner. Ich würde sagen, wir probieren einfach das Ganze mit den Geist-Zepter aus und ja, falls es nichts wird. Also wir kriegen ja permanent HP dazu. Also Schaden, besser gesagt. Besser kann es ja nicht laufen. Fernkampf noch nur skillen und dann auf die Geister-Adapter gehen. Eigentlich. Schon auf Angriffstempo. Ja. Nicht mal so verkehrt. Denn wenn ich alle 20 Gegner bekomme, ist nie verkehrt. Problem, wir kriegen minus Rüstung. Da muss ich natürlich erstmal aufpassen, höllisch, dass ich nichts abbekomme. Natürlich weiß ich nicht, ob das die Skalierung dafür zählt, auch für den Geisterzepter, die HP. Also mein Max Life. Levelaufstieg, da kriege ich auch schon etwas. Nee. Dann. Fernkampf. Geisterzepter. Am besten ist es ja, wenn ich relativ schnell die Geisterzepter hoch pushe, denn die werden dann immer besser. Da braucht man weniger Kills, um HPs zu bekommen. Und ich sag euch jetzt, die Geisterzepter werden mit einem Charakter wirklich verdammt gut werden. Okay, wir gehen natürlich auf Fernkampf, auf Ernte. Das ist nicht verkehrt. Wir gehen aber erstmal auf Coupon. Ja, jetzt hier, wenn ich keinen Elementarschaden brauche, sondern eher Fernkampf, kommt der Benzinkanister. Benzintank, besser gesagt. Sinnlos, sowas. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Reichweite und natürlich den erstblauen Zepter. Stellt euch mal vor, wir kriegen einen verfluchten Zepter. Autsch. Gut, wir haben derzeit 20, wir gehen weiter auf Fernkampf. Haben die erhaltene Werte 0, 0, 0. Ich hoffe, dass die besser werden. Nach und nach. Pinguin. Den könnte ich. Ja, komm. Oh, Baby Kalmar. Und Geisteradapter. Fluch wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie schon gesagt, umso mehr HP ich habe, umso besser wird's ja. Beim Levelaufstieg bin ich mir auch sehr unsicher, ob ich bloß ein HP bekomme, wie normalerweise, oder ob ich mehr bekomme. Abpraller wären auch gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise Querschläger. Autsch, Kiste ist nicht so schlecht. Oh, wir haben HP dazu bekommen.
Nochmal. Ja, doch, die Skalierung hilft. So, Minus Tempo bringt weg gar nichts. Wir gehen auf Schaden. Baby Kalmar. Fleisch nochmal. Später. Das läuft. Das wird geiler Run, kann ich jetzt schon sagen. Wir haben gut Schaden schon. Wir. Relativ. Ja, gut, was heißt relativ? Mir schieße okay. Wir haben Baby Kalmar. Wir kriegen wirklich jetzt HP plus. HP Regeneration plus 1 immer pro Level. Wird aber halbiert. Also alle 2 Level kriege ich ein HP Regeneration. Ist aber okay. Würde ich jetzt Grind Magisches Blatt noch dazu haben, würde ich tatsächlich immer pro Welle, wenn ich ein Level aufsteige, ein HP Regeneration bekommen. So, wir gehen mal hier auf Rüstung. Hier gehe ich natürlich auf Fernkampf. Zack und zack. Oh, nochmal. Sehr schön. Angriffstempo gehe ich auch mal. Schaden, wie schon gesagt, kriege ich ja permanent. Seltsames Essen verlohnt sich, glaube ich, auch beim Dickerschen. Moment. Ah, plus 12 gerade. Ist ja schön. Ja. 3 HP durch Verbrauchsgegenstände. Ich bin mal gespannt, ob dann hier steht plus 5. Finde ich mal sehr interessant, finde ich das dann. Ja, das nehme ich auch noch mit, Gecko Baby. Dann hätten wir schon mal eine Chance von 75 dann quasi das ganze Material zu mir zu saugen. Einzuziehen. Da kann ich einfach hier stehen bleiben. Ihr seht schon, wir haben jetzt 50%, aber es reicht immer noch nicht. Also ich muss schon noch das ganze Material einsammeln. Und ich sollte die dicken Dinger nicht ausschlüpfen lassen, sonst wird es eklig. Ich lasse die Eier ausschlüpfen. Gottes Willen. Ah, schade. Okay, ich darf die Eier nicht ausschlüpfen lassen. Ich muss direkt die Eier aus da ballern. Weil ich die sehe, weg. Also jetzt muss ich wirklich die Eier auf Eierjagd gehen. Erstmal vieles Material liegen lassen, nebenbei noch einsammeln, aber erstmal, wie gesagt, auf Eierjagd gehen. Nächste Runde sauge ich die ja ein. Fernkampf. So. Es bewirkt gar nichts anscheinend. Werde ich aber dann sehen. Ja, nimm mal ein bisschen Glück mit. Oh, Krone ist gar nicht mal so schlecht. Pinguin ist auch nicht so schlecht. Habe ich ja schon einen. Reichweite ist auch nicht schlecht. Bis jetzt habe ich 0 Fluche. Ist das okay? So, jetzt habe ich natürlich noch nicht mir das angeschaut, was ich bekomme. Ob ich Elite-Gegner oder Dings bekomme. Bodenwellen. Ich hoffe, dass ich Elite-Gegner bekomme. Weil Elite-Gegner, die schmelzen dahin dann. Jetzt habe ich wieder mal nicht drauf geachtet. Ich muss mal kurz Schaden nehmen. Nicht so viel. Nicht so viel. Wir kriegen sogar schon 8 HP-Regeneration. Also gar nicht mehr so schlecht. Dann kriege ich 8
mehrfach seltsames Essen schon? Oder Limonade? Nein. Wir gehen auf nichts davon. Wir gehen mal auf null Rüstung. Moment, vielleicht kann ich noch mal gucken. Also ein seltsames Essen. Drei bekomme ich. Ne, fünf. Obwohl. Der kriegt ja auch nochmal zusätzlich drei. Ah, normal drei plus drei durch den Charakter Dickerschen und plus seltsames Essen. Gut, dann ist es klar. Wir nehmen Pinguin mit, das mit Fernkampf. Angriffstempo brauche ich. Ah, okay, gut, das hilft mir, wenn ich dann das Ding noch mitnehme. Aber erst später. Jetzt brauche ich ein drittes Pinguin. Hilft. Also ist gar nicht mal so schlecht. So, Welle 9. Welle 9 kann ich. Ist er? Au. Tempo brauche ich. Oh Gott, nein, das wird gar nichts. Also. Also ich muss doch eher auf Gartenscheren gehen. Also ich probiere es nochmal. Also bei Welle 9 sieht man ohne irgendwie Baby mit Bart oder ein Abpraller wie Querschläger bringt das gar nichts. Oder mit Angriffstempo. Die spawnen zu schnell. Die greifen mich ja an hier. Wir haben außerdem keine Rüstung. Wir haben gar nichts. Nee. Das wird nichts. Wir lassen es. Wir werden also quasi in der nächsten Folge den Dickerschen mit den Gartenscheren probieren. Die spawnen ja permanent Früchte. Und bei 6 Gartenscheren habe ich ja immer auf dem Feld 6 Früchte. Es war ein Versuch wert mit dem Geisterzepter, aber wenn ich kein Baby mit Bart direkt in Welle 8 bekommen, beziehungsweise nach Welle 8 kein Baby mit Bart bekommen, bringt das mir rein gar nichts, das Geisterzepter, wegen Welle 9. Ich habe auch nicht drauf geachtet, was ich für Gegner bekomme bei den bestimmten Wellen, ob ich Hordenwellen bekomme oder Elite-Gegner bekomme. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, die Waffe, aber nur auf einen ganz, ganz bestimmten Charakter. Wir werden den Geisterzepter auf jeden Fall nochmal spielen. Aber jetzt lassen wir den erstmal weg. Ist, wie schon gesagt, gar nicht mal so schlecht. Wir gehen deswegen erstmal auf andere Waffen. Zum Beispiel hier Gartenschere. Wir werden mit Gartenschere probieren. Wir können natürlich auch die Schrotflinte eigentlich nehmen. Weil umso mehr Life, umso mehr Schaden habe ich eigentlich. Ich muss mehr auf AP gehen, also mehr auf Max Life gehen und umso mehr Schaden habe ich einfach. Das ist gut. Ja. Nebenbei noch ein bisschen Fernkampf, aber eher mehr auf Max Life. Also wir werden plus 3 Schaden bekommen, wenn ich schon alleine das lilane HP, Max HP bekomme im Level Up. Dann später. Aber wie gesagt, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Mit den Diggerschen. Ich denke mal, das war es erstmal für die Folge. Die Folge geht ja auch schon wieder knapp eine Stunde. Und wenn ich eine Stunde, beziehungsweise fast eine Dreiviertelstunde für einen Charakter brauche, weil ich zwei, dreimal resetten musste, oder viermal mit den Magier, dann passiert es, dass ich ein bisschen länger brauche und den einen Charakter eben nur so weit Spiel, bis es geht. Wenn ich natürlich drauf gehe, wo ich den Geisterzepter, dann ist es so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit den Dickerschen. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.